Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch die Verknüpfung vom Bestellschein zur Turnusrechnung zum Vertrag. Genau, zunächst mal brauchen wir eine Turnusrechnung. Die habe ich hier schon angelegt für den Kunden ECMI. Wie wir sehen, die hat jetzt aktuell noch 0 Euro drin. Genau, da haben wir quasi schon eine Flat-Position eingepflegt, die der Kunde uns dann eben monatlich zum Beispiel bezahlen soll. So, machen wir wieder zu. Und worum es jetzt eigentlich geht, ist der Bestellschein. Der Bestellschein ist quasi eine Übersicht für den Kunden, was er alles bei uns bestellt hat. Wenn sich dann etwas ändert, müssen wir nur diesen Bestellschein anpassen und der Rest, die Turnusrechnung und der Vertrag, passt sich im Betrag dann eben automatisch an, wenn man das richtig hinterlegt. Das machen wir gerade mal. Wir legen einen neuen Bestellschein an über die VNV. Oh, vorher noch wichtig, in der SF20 Layout müsst ihr beim Bestellschein hier unten genau die Vorlage ändern auf die Vorlage 1001. Dass es eben nicht mehr auf Default steht, sondern es wird eben das normale Briefpapier genommen und der Bestellschein hat eben ein gesondertes Layout. Das müsst ihr bei euch einstellen. Einmal auf Speichern, das war's schon. Und dann können wir loslegen. V&V. Hier sagen wir Bestellschein. Wenn euch das nicht angezeigt wird hier bei Neu, dann geht ihr einmal in die SVVV. Oder bald gibt es diese SVV nicht mehr, dann geht es eben über die SV20. Und dann Vorgang. Und dann könnt ihr hier beim Bestellschein bei Neuanzeigen Ja klicken. Dann wird euch angezeigt. Genau. Noch speichern. Fertig. Und dann können wir in die VNV rein. So, dann haben wir hier unseren Bestellschein. Dann suchen wir unseren Kunden ECMI. Da haben wir ihn schon. Sagen einmal weiter. Und dann können wir wie im ganz normalen Vorgang auch unsere Kopfdaten ausfüllen. Das heißt, hier sagen wir eben Flat Bestellschein zum Beispiel. Und hier können wir den mit der Turnusrechnung verknüpfen, die wir hier schon angelegt haben, die 47 am Ende. Turnusrechnung, gibt es nur die eine, die auf den Kunden läuft? Perfekt. So, und ich kann noch hier die Position auswählen. Das heißt, ich kann das auch noch verknüpfen mit, wenn in dieser Turnusrechnung mehrere Positionen drin sein sollten. So, in dem Fall haben wir nur eine. Dann passt das. Und hier ist auch noch mal erklärt, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert. Hier kann man die Verknüpfung zwischen Bestellschein und Turnusrechnung herstellen. Und hier zum eigentlichen Artikel, der dann eben bearbeitet werden soll. So, wie wir sehen, hier aktuell noch auf 0 Euro. Und sobald wir jetzt hier diesen Bestellschein füllen, genau, Bestellschein, das hier ist die Turnusrechnung. Suchen wir einfach mal hier unsere Flat-Artikel raus. So, Flat pro Server, Flat pro Client, OTK-Anlage, das soll mal gut sein. Lassen wir noch ein bisschen die Mengen an. Kunde hat 5 Server, 25 Clients, soll sich ja lohnen, aber nur eine TK-Anlage. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Summe von 1769 Euro. Wir haben das Ganze mit dieser Turnusrechnung verknüpft. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, und das speichern. Dann sieht so unser Bestellschein aus. Und unsere Turnusrechnung, wo jetzt hier noch 0 Euro steht, sollte sich anpassen auf die 1769. Perfekt, das hat geklappt. Gucken wir, ob das PDF hat sich auch direkt aktualisiert. So. Genau, dann ist nämlich diese Turnusrechnung, aus der dann die eigentlichen Monatsrechnungen entstehen, ist dann auch gleich aktualisiert. Jetzt gehen wir das Ganze noch einen Schritt weiter. Wir haben nämlich noch einen Vertrag angelegt im CRM des Kunden. Hier haben wir den schon. Wir sind im CRM von der Firma ECMI und haben hier diesen Vertrag schon angelegt. So, der hat jetzt hier auch eben noch diese 0 Euro. Das ist unser Flat-Vertrag. Und jetzt kann ich hier den ganzen eben
bearbeiten, die Turnusrechnung und kann die Turnusrechnung mit dem Vertrag verknüpfen. Dann sage ich hier auch einmal speichern. Genau. Und lade mir das hier einmal neu. Und dann haben wir hier auch die 1769 stehen. So. Gut, jetzt fällt mir hier auf. Ach Mensch, hier fehlen ja noch ganz viele Sachen. Jetzt machen wir noch ein Telefon dazu oder ein paar. Und eine USV kann auch nicht schaden. So, Kunde hat 10 Telefone und wegen mir 2 USV. So, Preis passt sich dann an auf 1869. So, ich habe es noch nicht gespeichert. So, hier hat sich auch noch nichts verändert. Aber sobald ich hier den Bestellstand speichere und aktualisiere, 1869 und eben auch im Vertrag 1869. Genau. Das war es auch schon zum Thema Verknüpfung zwischen Bestellschein, Turnusrechnung und Vertrag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr vom WKS erfahren wollt und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, ciao.